wollen gleich nach Niedersachsen schauen, denn in Schesel im Kreis Rothenburg ist es zu einer Schießerei in einem Einfamilienhaus gekommen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Zeugen berichten von möglicherweise mehreren Toten. Die Ermittler gehen von einem Kapitalverbrechen aus. Aber ob eine Person im Landkreis Rothenburg noch flüchtig ist, das wollte die Polizei bisher nicht bestätigen. Allerdings ist davon auszugehen, dass eine große Fahndung läuft, denn es gibt noch einen weiteren Tatort. Auch ein Hubschrauber ist im Moment bereits im Gebiet dort unterwegs. Und damit schauen wir zu Gerrit Schröder, der für uns dort in Botel ist. Das ist ein Dorf, das in der Nähe von Schesel liegt. Gerrit, wie ist denn der aktuelle Stand? Die Lage scheint ja relativ unübersichtlich zu sein. Wir wissen ja nur, dass die Polizei mit einem Großaufgebot offenbar dort vor Ort ist. Ja, der ganze Einsatz begann gegen 3.30 Uhr. Zunächst wurden die Einsatzkräfte zu Schüssen im Ort Vesterfesede, wo wir uns jetzt hier befinden, in der Gemeinde Schesel gerufen. Hier gab es Schüsse in einem Einfamilienhaus hinter mir. Ich zeige das mal ganz kurz. Das ist ein sehr beschaulicher Ort, ein eher ländlicher Ort. Und an diesem Haus gab es also Schüsse. Und die Polizei ist also sofort hier zum Gebäude hin mit schwer geschützten Einsatzkräften. Das Gebäude wurde mit einer Maschinenpistole auch gesichert. Und unklar war, was ist hier eigentlich genau passiert. Die Polizei hält sich damit auch sehr bedeckt. 10 Minuten später wurde ein weiterer Tatort gemeldet im nur 10 Kilometer entfernten Ort Botel, beziehungsweise dort im Ort Brockel. Das ist ein Ortsteil der Gemeinde Botel, hier auch im Landkreis Rothenburg, wirklich nicht weit entfernt. Auch dort seien Schüsse gefallen und auch dort spricht die Polizei von einem Kapitalverbrechen. Die Polizei spricht bisher von mehreren Opfern. Ob es sich um Todesopfer oder Verletzte handelt, das lässt sie offen. Ein Tatverdächtiger sei, so aktuellste Informationen, aber soeben gefasst worden. Er habe sich gestellt. Um wen es sich dabei handelt, ist noch unklar. Und ob es auch weitere Täter gibt, ist auch noch unklar. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft in Verden den Fall übernommen und will in Kürze weitere Auskünfte zu dem Fall geben. Gerrit, danke für diese aktuellen Informationen. Also weiterhin eine unübersichtliche Lage in Niedersachsen im Landkreis Rothenburg. In den Orten Schesel und Botel ist die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort. Wir sehen auch den Polizeiwagen im Hintergrund. Du wirst das Ganze für uns beobachten. Wir werden uns dann im Laufe der Sendungen weiter unterhalten, wenn du weitere Informationen hast.